Hallihallo. Heute mal wieder ein Dreadlock-Update. Hätte ich ja jetzt lange nicht. Ja, hier ist der Leopold. Komm mal, hopp. Komm hier, hopp. Komm. Ja, se oh, Schwanz. Setz dich da. Na, da sitzt du im Weg. Komm hier hinten hin. Da mach Sitz. Okay. Und zwar sind meine Dreadlocks jetzt 10 Wochen alt. Ja. Und ich bin immer noch sehr zufrieden. Gestern habe ich erst wieder so ein bisschen Pflege gemacht. Was heißt so ein bisschen? Das dauert schon teilweise 3 Stunden. Und was heißt gestern? Eigentlich mache ich es mehrmals in der Woche. Eigentlich fummel ich irgendwie jeden Abend drin rum vorm Fernseher. Ich bin immer irgendwie so am Fummeln. Und wenn ich irgendein Dread finde, wo ich merke, dass mir irgendwas nicht gefällt, dann wird der gezwirbelt. Oh, ja, Leo. Ach, Leo. Was denn? Der muss immer im Mittelpunkt stehen. Ist doch gut. Ja, ist doch gut. Komm mal hier schön, Kai. Kai, Küsschen. Nicht so viele Küsschen. Nicht so viele Küsschen. Leo. Oh, Leo, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Lass mal Fräuschen was erzählen jetzt, ja? Mach Platz. Ach, Leo. Ich habe meine Kinder groß. Und habe mir einen Hund angeschafft vor 2 Jahren. Eigentlich völlig bekloppt. Weil der ist schlimmer als beide Kinder zusammen. Brauchst gar nicht so gucken. Wenn ihr jetzt den Blick sehen könntet, so richtig. Komm, ja, bleib so liegen. So ist fein. So ist brav. Wo war So, ich denn stehen und geblieben? gestern? Ich habe mir angewöhnt, weil es ja viel schneller und einfacher ist, die Ohren durchzuziehen. Also diese Durchziehmethode. Und von allen Seiten sagt man mir immer, mach das nicht, die werden zu dünn. Ja, und recht habt ihr alle. Das sieht zwar immer total gepflegt aus, wie man hier sieht. Ja, die sehen aus wie frisch erstellt oder wie gerade frisch gehäkelt. Ja, da ist nichts verfilzt, jedenfalls nichts verzottelt. Sieht immer sehr ordentlich aus, aber ich habe hier zum Beispiel, glaube ich, der ist es der? Nee, ist noch einer. Der. Der sieht ja aus, als ob der gleich abreißt. Ne? Also da werde ich heute Abend mal, ich habe noch so ein paar Auskämmhaare von mir, den einfach ein bisschen verdicken. Grundsätzlich mag ich dünne Dreads gern. Ja, nicht so einen dicken Filzdinger, sondern so schöne, dünne, viele dünne Dreads. Und mit dieser Durchziehmethode geht das eigentlich ja gut, dass man sich die verdünnt. Nun möchte ich aber auch nicht hier oben, dass sie so ganz dünn rauswachsen. Unten hat man dann irgendwie so ein Filzklotz drin. Ah, ich weiß auch noch nicht. Ich lass die jetzt ein bisschen rauswachsen und mach so ein bisschen, wie nennt sich das? Ach, ich vergesse immer diese Fachausdrücke. Ja, so ein bisschen wuscheln, gruscheln, ne, damit die wieder ein bisschen dicker werden. Und eigentlich mag ich das ja auch, wenn hier oben alles so ein bisschen unordentlich ist. Also nicht zu wild. Aber schon, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt so einen Zopf macht hier, ja, dass man da nicht so die Kopfhaut sieht. Ich finde das nicht schön, wenn man die Kopfhaut sieht. Und deswegen mache ich mir ja meistens auch immer ein Tuch um. Also lasse ich die einfach mal in Ruhe. Ja, ich mache da, glaube ich, zu viel mit. So, also ich lasse die jetzt einfach mal wild wuchern. Aber ich wollte euch ja eigentlich eine Frisur zeigen, die ich mir heute ausgedacht habe. Das mache ich auch gerne, einfach mal so ein paar Frisuren ausprobieren. Ich hänge erstmal ein Foto ein. Ja, das Foto. So sieht es am Ende aus. Wenn ich dabei natürlich richtig in den Spiegel gucke, ich habe zwar jetzt hier mein Tablet, aber wie immer ohne Brille und ich sehe nichts. Ich versuche es mal blind. Also, man teilt sich die Haare einfach auf. So, in gleich viel Dreads. So, und dann nimmt man hier jeweils so 2 oder 3 Dreads von hier vorne und flechtet sich. Die flechtet, heißt das flechtet? Flucht, flucht, flucht. Ja, flecht natürlich, man flechtet sie. So. Es geht gut, wenn man lange offene Spitzen hat. Dann hält das besser, denke ich mal, als wenn man geschlossene Dreads hat. Witz, witz. Das ist dieser Vorwurf,
Vorführeffekt, der meistens ja nicht hinhaut. So, bla 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 bla. So, und dann legt man sich den einfach nach hinten, also zur anderen Seite besser gesagt, und befestigt den hier mit zwei anderen Reds, indem man den wieder einflechtet. Also im Grunde, ich sehe wirklich nichts. So. Hä, wo ist das denn? So. Ich habe noch gesagt heute, Leo, hör mal auf da, hör mal auf. So, also, dass man im Grunde wieder drei Teile hat. Und befestigt sich das praktisch. Ja, tschüss. So. Und dann hat man ja hier wieder so ein Teil. Und dazu nimmt man den paar mehr Dreads. Also wieder drei Teile aus mehreren Dreads. Ein bisschen dicker. Und macht sich hier lang runter den nächsten dickeren Zopf. Den wieder rum. Unter den anderen praktisch. So. Ja. Das hat man ja. Das Stück wieder hier drüben, da nimmt man jetzt erstmal wieder zwei Dreads dazu, damit man drei Teile hat und befestigt den durchs Einflechten. Muss man schon ein Stück runterflechten, damit es auch hält. So, und dann nimmt man mehrere Dreads wieder dazu. Eins, zwei, dann hat man wieder drei Teile und macht einen dicken Zopf. Den man denn wieder nach rechts legt. So. So, das war's, glaube ich, schon. Jawohl. Dann sind die Reds alle. So, einen dicken Zopf. Ach nee, hier ist auch noch was. So. Also nochmal zur Seite und. So, erstmal beschichten. Und dann nochmal kann man den letzten Zopf einfach hier so an der Seite hängen lassen. So, mache ich einfach mal mit dem Gummi fest. Da muss man denn natürlich ein schöneres Gummi nehmen oder eine Perle oder irgendwas. So, ja, einfach so hängen lassen. Ich weiß nicht, wie das jetzt so seitlich und so aussieht. So. So sieht das dann aus. Oder man kann auch einfach hinten hier von der Seite auch wieder einige einfach rausziehen. So, und einfach hinten einen Zopf machen. Wobei ich jetzt den nicht an der Seite haben möchte. So, einfach hin. Ein Zöpfchen. So. Und ich mag es ja immer gern, wie gesagt, wenn man die Kopfhaut so sehr sieht. Wenn man denn ein Tuch ummacht. So. So, ich finde es auch ganz schön, wenn es so ein bisschen breiter nach hinten liegt. Ich werde es hier so ein bisschen rausgucken. So. Ja, so sieht das dann aus. Ist auch schön fest. Gerade zum Malen ist das eigentlich super. Hängt nichts in der Farbe. So. Und dann zeige ich euch aber gleich nochmal meine Lieblingsfrisur.
wenn es wirklich ganz schnell gehen soll und trotzdem aber ganz ordentlich aussehen soll. Also ich ruffel mal das schnell alles auf. Und so, einfach von unten ein paar Haare nehmen, ein paar Haare mehr, ein paar Dreads, nach hinten binden und da einfach einmal überkreuzen, drunter legen. Und dann habe ich hier, habe ich jetzt nicht eigentlich so ein schönes Filzband, was ich mir denn drum mache. Jetzt nehme ich einfach mal ein Gummi. So, Gummi zweimal drum. So, also das geht wirklich schnell. 5 Sekunden und ja, sieht eigentlich immer ganz hübsch aus. Meine Lieblingsfrisur. Hier wollte ich euch mal noch zeigen. Ich mag ja so alte Sachen, wie man hier sieht. Das ist ein alter Kasten und da drin, das ist zum, ach, wie nennt man denn die Dinger? Diese kleinen Küchlein. Nicht Donut. Ah, ich komme nicht drauf. Auf alle Fälle, das ist ja so ein Silikon. Ich würde nie irgendwas in Silikon backen. Das ist ja allein die Vorstellung ekelhaft. Aber hier, das geht super zum Spanngummis und Perlen aufbewahren. Kann man alles immer so ein bisschen sortieren. Hatte ich vorher alles in einem Kasten. Das war immer ein Durcheinander. Und jetzt ist das alles ein bisschen ordentlicher. So, guck mal, was ich hier noch habe. Das bin ich. Bald geht die Nähsaison wieder los. Bald ist ja die Atelierzeit zu Ende, weil es im Atelier dann einfach zu kalt wird. Und dann fange ich wieder an zu nähen. Hier meine, meine Dreadlock Coco aus Afrika. Weil die ist ein bisschen dunkelhäutiger. Schick, ne? Und passend dazu habe ich auch noch meinen Mann. Wartet. Doch, der sieht ihm ganz ähnlich. So, und er sagt heute einfach mal im Namen von mir, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hallo. Ja, Leo, komm her, du sagst, ich weiß. Komm, du sagst auch noch Tschüss, komm mal einmal. Hopp. Hopp. Leo mag dir auch die Püppchen. Ja, guck mal, ist das der Marco? Ist das der Marco? Ja, ist das der Marco? Guck mal in die Kamera und sag mal Tschüss. Und noch ein Küsschen. Krieg kein Küsschen mehr. Nein, nicht das Püppchen kaputt machen. Er will mein Püppchen zerstören. Na dann, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.